Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, und herzlich willkommen zu meinem Drama Year 2019. 2018 war ein Jahr, in dem ich viel mit Depressionen zu kämpfen hatte, aber dieses Jahr ging alles in einer Linie bergauf. Nach meinem Abi 2018 war ich ja erstmal mit Mr. Trashback in Amerika und danach im Auftrag der finnischen Botschaft auf einer Pressereise in Finnland. Da das Jahr damit schon fast vorbei war, war meine erste Aufgabe für 2019: Finde einen festen Job. Doch gerade als ich anfangen wollte zu suchen, klingelte das Telefon. Mr. Trashback meinte zu mir, dass Disney uns nach Paris schicken will, um dort einen Clip für den Kinofilm Glass zu drehen. Ohne überhaupt darüber nachzudenken, sagte ich zu und schon am 6. Januar war ich auf meiner ersten Pressereise als Kameramann. Und direkt eine Woche später gab es wieder eine Einladung der finnischen Botschaft nach Berlin. Was soll ich sagen? Ich kam einfach nicht dazu, mir einen Job zu suchen. Und das war auch nicht mehr nötig, denn dank meinem Kumpel Falco lernte ich den YouTuber Bastian von Talabox kennen. Ich machte einen Sprung in die Welt der Finanzen und seit Februar bin ich nun der Cutter seiner Videos. Und zur gleichen Zeit kam ich durch Zufall ins Gespräch mit Michelle von FilmSelect, für den ich dann ebenfalls als Cutter und als Kameramann arbeitete. Dort ging es um die Welt von Marvel, DC und generell um Kinofilme. Es erinnerte mich an meinen ersten Mediengestalterjob aus dem Jahr 2013 für Shortcuts Movies und war mein absoluter Traumjob. Demnach war für mich klar, ich bleibe wohl erstmal selbstständig. Ich hatte mein Leben nun voll im Griff und da ich das erste Mal seit meiner Gesellenzeit als Maler so richtig regelmäßig mein eigenes Geld verdient habe, habe ich es mir erlaubt, mit meinen Freunden einen verrückten Trip nach Budapest zu machen. Das erste Mal seit Jahren fühlte ich mich richtig frei, denn ich hatte nicht nur meine eigene Existenz sehr gut im Griff, sondern kam auch psychisch und gedanklich das erste Mal seit meiner Trennung mit Lena so richtig damit klar, Single zu sein. Ich war glücklich und das ohne Freundin. Das war in meinem Kopf ein wichtiger Meilenstein, den ich mir lange erarbeiten musste. So schön das alles war, gab es aber trotzdem noch ein Problem. Ich wohnte in der Innenstadt von Köln in einer Einzimmerwohnung, in der quasi nur ein Schreibtisch und ein Bett standen. Durch meine Selbstständigkeit arbeitete ich viel von zu Hause aus und es kam teilweise echt vor, dass ich am Tag nicht mehr gemacht habe, als die 2 Schritte vom Bett zum Schreibtisch, um zu arbeiten. Mir ist buchstäblich die Decke auf den Kopf gefallen. Ich begab mich also auf Wohnungssuche, was in Köln eine absolute Katastrophe ist. Von rund 50 Vermietern, die ich angeschrieben habe, haben mir genau 2 geantwortet. Doch ich habe es geschafft. Im Mai unterschrieb ich einen Mietvertrag für eine Wohnung, in der ich endlich eine vernünftige Küche und das Allerwichtigste, ein eigenes Büro habe. Doch inmitten des Umzugsstress bauten sich neue Probleme auf. Aufgrund von Artikel 13 sagte mir Michelle, dass es keinen Sinn ergibt, das Projekt FilmSelect über die nächsten Jahre weiter aufzubauen und so endete unsere Zusammenarbeit wieder. Doch wo sich eine Tür schließt, da öffnet sich ein Fenster, denn nur wenige Tage später klingelte das Telefon und es gab neue Arbeit für mich. Ab Juni produzierte ich 4 Wochen lang als Mediengestalter Videos für die Redaktion Worldwide Wohnzimmer, was wirklich mit Abstand der bisher geilste Job in meinem Leben war. Ich fühlte mich wohl bei dem Team, bei der Arbeit und ich konnte mich mit dem Content identifizieren. Generell war der Juni 2019, glaube ich, der schönste Monat meines Lebens. Ich feierte am 1.6. meinen Geburtstag in Köln am Aachener Weiher. Ich wollte chillig mit Freunden grillen und ein paar Spiele spielen und habe in einem WhatsApp-Verteiler einfach alle Leute eingeladen, die ich gerne habe. Ich dachte mir, eine kleine Gruppe wird da schon zusammenkommen. Und plötzlich standen an diesem Tag 30 Leute aus 6 verschiedenen Städten vor mir, um mit mir zu feiern. Das hat mich wirklich sehr, sehr tief berührt. Ich bin unfassbar glücklich, dass ich euch alle habe und ihr ein Teil meines Lebens seid. Dieses Herz ist für euch. Dankeschön. Ebenfalls umgehauen hat mich dieses Jahr die große Anzahl an Einladungen von Festivalveranstaltern. Ich besuchte dieses Jahr das Kerbholzheimspiel, das Hurricane Festival, die GOND und im Herbst noch das Monster Festival und überall hatte ich eine unvergessliche Zeit. Im Juli wurde es dann Zeit für eine Auszeit. Deswegen habe ich mir meine Freunde Daniel, Janis und Patrick geschnappt und bin mit ihnen nach Island geflogen, um dort Urlaub zu machen. Wir waren jeden Tag unterwegs und aktuell muss ich sagen, dass Island wirklich das schönste Land ist, das ich in meinem Leben gesehen habe. So schön, dass wir 2020 wieder hinwollen. Jungs, ich freue mich drauf. Ja, und was war nach Island? Gerade war ich das erste Mal seit Ewigkeiten ein glücklicher Single, da lerne ich in diesem Sommer auf dem Konzert von Rammstein Celia kennen, mit der ich nun seit September ein Paar bin. Für mich ebenfalls ein großer Schritt, den ich in diesem Jahr überhaupt nicht erwartet hätte. Sie gibt mir ein wirklich großartiges Gefühl des Glücklichseins und ich glaube auch, dass ich mich noch nie einer Person so dermaßen nahe gefühlt habe. Man weiß natürlich nie, was die Zukunft uns bringt, aber ich bin gerade einfach nur glücklich über jeden Augenblick, den ich mit ihr verbringen darf. Im späteren Verlauf des Jahres haben wir natürlich ganz viel kitschigen Pärchenkram gemacht. Gemeinsam waren wir auf einer Kanutour, wie bereits erwähnt, auf dem Monster Festival und wir haben an einem Pokémon-Schwert- und Schildturnier teilgenommen, bei dem 15 Leute in einem Raum 35 Stunden lang dasselbe Spiel gespielt haben. Das war wirklich das Nerdigste, was ich in meinem Leben gemacht habe. Baby, ich liebe dich. Fühl dich geschmiemscht. Danke, dass ich das mit dir erleben darf. Und andererseits habe ich mich wieder mehr YouTube gewidmet.
Back to the Roots habe ich das Hassalphabet wieder ins Leben gerufen, ein paar coole Clips mit Apple War gedreht und auch mit Marty einen neuen Song aufgenommen, zu dem 2020 das Musikvideo erscheinen wird. Ich kann mich jedenfalls nicht darüber beklagen, dass mir hier langweilig wird. 2019 war für mich der absolute Wahnsinn. Ich möchte mich an dieser Stelle bedanken. Bei Bastian von Thalerbox und bei allen anderen Kunden für euer Vertrauen und die Zusammenarbeit. Dank euch kann ich das tun, was ich liebe. Bei meinen Eltern, die mich immer unterstützen, wenn es mal irgendwo schwieriger wird. Bei meinen Freunden, die mir immer wieder klar machen, wie schön das Leben mit ihnen ist. Bei Paolo, der mir das hier mal wieder gezeichnet hat. Und natürlich auch bei euch, die ihr meinen Kanal nach fast 8 Jahren immer noch nicht verlassen habt. Schön, dass wir auch immer noch zusammen Spaß haben können. Schreibt mir doch einen Kommentar, wie ihr dieses Video hier findet und was ihr in diesem Jahr erlebt habt und gebt mir einen Daumen rauf. Haut raus!